Hey Leute, was geht? Wir sind wieder hier in Notruf Hamburg und heute zeige ich euch mal das komplette Update, was gestern rauskam. Ich würde sagen, wir verlieren gar keine Zeit, los geht's. Hier sehen wir also einmal ein Bild, was alles neu kam und als erstes kam halt eben Edit Ferdinand Vivo Electric Car Inspired by the Porsche Taycan for Citizens und das schauen wir uns erstmal an jetzt. Ja Leute, und da haben wir auch schon das erste Update, nämlich der Ferdinand Vivo oder halt inspiriert vom Porsche Taycan, also vom echten Porsche Taycan wurde das inspiriert halt eben. Und hier ist es der Vivo und der sieht halt echt nice aus, oder Leute? Guckt euch mal an. Erstmal Besonderheit, erstmal ganz wichtig, der hat vier Türen, ja? Also das ist ein sehr schnelles Fahrzeug mit halt vier Türen. Ich habe mich jetzt gerade einfach bei einem reingesetzt hier, der soll mal Gas geben, ja, weil er gibt richtig Gas jetzt hier. Also ihr seht schon, der kann auf jeden Fall Gummi geben, ist echt schnell und ist, glaube ich, auch einer der schnellsten Fahrzeuge im Spiel hier. Und besonders mit vier Türen ist das halt sehr vorteilhaft, muss ich sagen, weil, ja, es gibt halt, ich glaube, außer der RS4, glaube ich. Aber ich weiß nicht, ob der schneller ist. Da gucken wir uns gleich an im Autohaus. Aber ansonsten wüsste ich kein schnelles Fahrzeug, was vier Türen hat. Und vier Türen ist halt echt wichtig, wenn man halt Crimes an Bord hat. Also ihr seht schon selber, guckt euch mal an, wie schnell das einfach ist. Er rippt hier richtig Gas. Und ich muss sagen, es sieht halt auch echt schick aus, ne? Also ich muss sagen, wie gesagt, bei Elektrofahrzeugen tue ich mich immer schwer, immer mit dem Aussehen, immer, also die sind immer so, wie soll man sagen, futuristisch und so, also futuristisch sind die halt immer und das gefällt mir jetzt nicht so. Aber ich muss sagen, bei dem Fahrzeug ist das wirklich mal was anderes, also sieht halt echt nice aus und auch so mit dem Blinkern hier alles ist auch ganz cool gemacht hier. Mir gefällt es auf jeden Fall sehr gut, würde ich sagen. Wir gucken uns gleich mal eben die Details genauer an. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr von dem Porsche haltet, ansonsten geht's weiter jetzt. Und wenn du kein Update mehr verpassen willst, dann abonniere jetzt diesen Kanal und like das Video, ja. Und dann seid ihr immer informiert, wenn ein Update rauskommt. Und wir sagen, wir schauen uns jetzt erstmal den Porsche an beim Autohaus. Also der ist ganz unten. Hier ist auch schon der Ferdinand Vivo. Und ihr seht schon, 430 PS hat das Teil. Höchstgeschwindigkeit 275 km/h und kostet 430.000. Also ist gar nicht mal so billig, muss ich sagen, für einen Electric Game Pass. Also das heißt, ihr braucht halt erstmal den Game Pass. Und dann müsst ihr auch noch 430.000 bezahlen dafür. Also, na, schon teuer, muss ich sagen. Aber gut. Trotzdem ist das halt, ich sag mal, der schnellste in der Klasse, der halt vier Türen hat. Ja, der wäre halt jetzt, glaube ich, genau, der wäre, glaube ich, der nächste, der vier Türen hat. Der hat aber nur 345 PS und 260 km/h. Und das ist halt der Vivo, der hat halt viel mehr PS und hat halt eine, ja, etwas höhere Höchstgeschwindigkeit auf jeden Fall. Ansonsten, ja, wie gesagt, ist halt dann der Lambo ein bisschen besser, aber ist halt auch nur zwei Türen wieder dann, ne? Aber, und das ist halt der etwas schlechtere dann wieder. Aber ansonsten würde ich sagen, ist das in Ordnung. Ich würde aber nur sagen, ich glaube, ich, also weiß nicht, also ich finde es etwas zu teuer. Ich meine, man muss ja schon den Game Pass bezahlen, der kostet ja auch erstmal Robux. Und dann muss man auch noch 430.000 dafür ausbringen. Weiß ich jetzt nicht, ob das so ein, ob das fair ist, so keine Ahnung. Also ich meine, ich habe den Game Pass jetzt eh nicht, aber ich glaube, ich würde mir doch wünschen, wenn der etwas billiger wäre, also 200.000 vielleicht, weil man hat ja schon den Game Pass gekauft. Vielleicht sehe ich das auch anders, keine Ahnung, schreibt es gerne in die Kommentare, ansonsten geht es jetzt weiter. Dann haben wir jetzt einen temporären 25% XP Boost beim Busfahrerjob und den schauen wir uns auch eben ganz kurz an, weil da haben wir gleich einen Code für und deswegen fahren wir eben ganz kurz zum Busjob. Ja, und wie wir sehen, Leute, haben wir wirklich einen 25% Boost hier beim Busjob hier. Also, ich mache einfach mal hier Stadtbusfahrer, weil es gibt jetzt einen neuen Code auch. Ja, okay, ein bisschen gedauert. Es gibt einen neuen Code. Wir gucken uns den mal an. Einstellung, kurz einlösen. Der hieß Bus Buddy, glaube ich, hieß der. Einlösen. Okay, ich habe es falsch geschrieben. Wart mal, Leute. Okay, also Groß- und Kleinschreibung ist tatsächlich sehr wichtig. Also Buddy auch groß. Also zweimal großes B. Okay, auch noch Busbuddy, okay. Schreiben muss man auch noch können. Und dann soll es klappen, du hast 100 XP für den Bus, für das Bus-Company eingelöst. Okay, für das Bus-Company eingelöst, nicht schlecht. Wir schauen uns eben das XP an. 2553, passt also. Wir haben tatsächlich also 100 XP bekommen. Deswegen, Leute, checkt gerne den Code ab und weiter geht's jetzt. Dann geht's auch schon weiter bei der Polizei, denn die Polizei hat jetzt den Taser direkt bekommen. Also das heißt, wenn man 0 XP hat bei der Polizei, bekommt man halt direkt den Taser. Das boostet natürlich so ein bisschen wieder die Polizei. Ja, im letzten Update wurde sie so ein bisschen genervt, sag ich mal. Und jetzt dadurch hat natürlich wieder einen kleinen Vorteil, weil der Taser bei 0 XP ist natürlich schon heftig, muss ich sagen. Also, ja, der Taser ist halt schon ganz nice. So, ich glaube, wenn man den nicht hat als Anfänger,
Ich muss sagen, also um ehrlich zu sein, boostet zwar das wieder die Polizei so ein bisschen, weil im letzten Update wurde es ja so ein bisschen genervt, sag ich mal, die Polizei durch das Rausfallen durch das Auto, wenn man zu schnell ist einfach. Jetzt bekommt ihr so einen kleinen Boost, aber ich würde sagen, das ist wirklich okay, weil ich muss sagen, als ich Notruf Hamburg angefangen habe als Polizist, ich war echt ein bisschen am Verzweifeln. Also wirklich, weil, also manchmal war das echt nervig. Mancher, ich glaube, man hat nur eine Pistole, hat man und Handschellen, glaube ich. Und dann irgendwie auch den Blitzer und mehr nicht. Man hat ja schon die Stop-Sticks nicht. Und wenn man die Stop-Sticks nicht hat, dann ist man wirklich schon aufgeschmissen. Und wenn man den Taser dann auch nicht hat, ja, dann Leute, dann, naja, gibt es halt wenig Möglichkeiten. Entweder schießt mit der Pistole. Also wenn die Crimes einfach eine MP5 haben oder eine G36 und du kommst mit Pistole an, ja, dann guckst du mal blöd aus der Wäsche. Mit dem Taser, muss ich sagen, hat man wieder eine etwas größere Chance. Deswegen würde ich sagen, ist das nicht indirekt ein Boost für die Polizei? Es ist ein Boost auf jeden Fall für die ganzen Neulinge in Notruf Hamburg und ich würde sagen, ist auch in Ordnung. Auch wenn viele schreiben wahrscheinlich in den Kommentaren wieder, ja, Polizei kriegt wieder einen Buff und sowas, was ein blödes Spiel. Ja, muss ich sagen, kann ich verstehen, aber trotzdem ist das für die Neulinge echt ganz gut, muss ich sagen. Ansonsten schreibt da gerne in die Kommentare, Leute, findet ihr Polizei derzeit zu OP? Müssen die noch genervt werden? Oder sagt ihr so, ja, die Teams, also Crimes und Polizei sind ausgeglichen? Oder sagt ihr, Crimes sind sogar zu OP? Schreibt es auch gerne in die Kommentare. Und dann haben wir noch einen letzten großen Update. Danach kommen noch so kleinere Sachen eher. Die gucken wir natürlich auch noch an. Denn es wurden nämlich die Spielerzahlen von 36 auf 38 erhöht. Im letzten Update wurden nämlich von 35 auf 36 erhöht, aber undercover erhöht, ja. Das stand tatsächlich gar nicht im Update drin. Jetzt mittlerweile sind sie auf 38 Spieler sogar. Und das schauen wir uns auch noch ganz kurz an. Okay, kann ich euch schlecht zeigen, aber ich zeige es euch trotzdem. So, denn wir befinden uns gerade hier im Browser und ihr seht, Leute, die ganzen privaten Server wurden mittlerweile auf 38 hochgestuft. Also ich glaube, teilweise gibt es jetzt noch irgendwelche alten Server, genau, die sind 36, gerade sehen wir hier 36, aber die neuen Server, wenn die neu starten, dann sind da 38 Personen drauf. Also deswegen wurde auf jeden Fall die Spieleranzahl erhöht und das finde ich auch ganz cool so gemacht. Denn wenn mehr Spieler da sind, dann macht das ja auch ein bisschen mehr Spaß, muss ich sagen. Und deswegen auf jeden Fall gut. Und übrigens, Leute, das dauert wahrscheinlich ein bisschen, bis alle Server neu gestartet wurden. Deswegen, das habe ich im letzten Video gesehen. Da haben viele geschrieben, bei mir ist Update noch nicht da. Das stimmt, Leute. Guckt mal unten links immer auf 3.3.4 muss da stehen. Wenn da 3.3.3 steht, dann heißt das, dass der Server noch nicht das neue Update hat. Deswegen müsst ihr einfach mal ein bisschen rumsuchen, auf andere Server gehen und dann haben die das Update meist auch. Die müssen halt immer neu gestartet werden, die ganzen Updates. Und das wird halt teilweise passieren, dass das neu gestartet wird. Deswegen gibt es noch ein paar alte Server dazwischen. Deswegen einfach dauern. Genau dort ein bisschen und einfach warten. Und dann schauen wir uns eben noch die ganzen Bugfixes und kleinere Veränderungen an. Und der erste wäre halt eben, dass jetzt Tools und Hairs, genau, das war das letzte Update, was rauskam. Ich weiß nicht, vielleicht hat das irgendwie einer mal gesehen in meinen Videos oder im Livestream oder irgendwie auch selber gesehen. Manchmal war das ja wirklich so, dass die Crimes irgendwie oder Polizisten geschossen haben auf dich oder auf irgendjemand anders und da war einfach die Waffe unsichtbar. Also war auf jeden Fall ganz witzig, aber jetzt mittlerweile wurde es gefixt, deswegen nehmen wir erstmal so zur Kenntnis. Dann geht's weiter im Krankenhaus, denn wenn man sich jetzt im Bett legt, bekommt man 100% mehr Leben. Das heißt, man bekommt jetzt doppelt viel Leben, wenn man im Bett liegt. Wir können es mal gerne ausprobieren, ob das wirklich so ist. Das heißt, ich werde mich mal hier reinlegen im Bett und wir schauen eben ganz kurz nach oben und ich glaube wirklich, oh ja, es geht wirklich schneller. Ich glaube, das war wirklich vorher langsamer. Oh ja, es geht wirklich schnell. Also wenn ihr oben mal guckt auf die Lebensanzeige, jetzt bin ich gleich voll. Also ich denke, es geht auf jeden Fall schneller. Ich muss sagen, ist auch ganz gut so. Und genau jetzt sind wir voll Leben. Ja, so soll es sein, Leute. Genau so soll es sein. Weiter geht's. Dann haben wir noch kleine Veränderungen. Das heißt, es wurde so ein bisschen an der CPU gefixt. Es ist so, wie ich sagen, eher im Hintergrund so ein Update. Das heißt, wahrscheinlich ist die Performance so ein bisschen besser. Es laggt weniger vielleicht. Ja, einfach so ein bisschen stabiler läuft das Spiel hier. Und genau. Ja, ansonsten wurden jetzt noch Emotes gefixt. Das heißt hier, wenn man sieht, some Emotes that can be used to glitch through walls are now blocked in game and cannot be used. Das heißt also, es gab ja Emotes, mit denen man sich halt durch Wände buggen konnte. Ich habe das Emotes zwar nie gehabt, aber das hat ja so ungefähr funktioniert bei der Bank, zum Beispiel im Tresorraum, was man ganz gut funktioniert, wenn man halt durch so eine dünne Scheibe sowas sich glitschen kann und dann macht man halt so ein Emote hier. Okay, oh nein, meiner Emote wurde auch geblockt einfach. Ich kann nicht mehr tanzen einfach, okay. Aber zumindest war das halt so, dass man sich irgendwie so umgestellt hat nach hinten und dann, upsala, genau so, und dann irgendwie den Emote gemacht hat und dann hat man sich nach hinten geglitscht. Auf jeden Fall wurde das Emote jetzt rausgenommen. Tatsächlich, mein Tanz-Emote wurde jetzt auch rausgenommen. Ich kann nicht mehr tanzen auf die 8, aber egal, auf jeden Fall wurde es gefixt und ist auch gut so.
Viele kennen wahrscheinlich das neue System. Im letzten Update wurde es ja so gemacht, wenn man zu schnell ist und man fliegt, also man springt aus dem Auto, dann passiert ja da genau das hier. Man kippt also um und genau das gleiche wurde es eben auch beim Zug gemacht. Deswegen warten wir eben ganz kurz auf den Zug und dann schauen wir uns eben an, wie das so aussieht. Ja, ansonsten noch nebenbei, also es wurde auch ein Bug behoben, wo man beim LKW-Job den Vehicle-Spawner durch eine Wand benutzen konnte. Also es klingt jetzt wirklich unspektakulär, keine Ahnung, ob das wirklich ein krasser Bug war, der ungefähr unbedingt gefixt werden muss. Ich meine, es war nice, aber gut, ob man jetzt sein Auto oder LKW durch eine Wand spawnen kann oder nicht. Ich glaube, das, naja, für mich hätte das keinen Unterschied, aber egal. Ich meine, muss sagen, die wollen ja auch das Spiel am besten bugfrei halten. Also sowas gehört natürlich auch dazu dann, aber ja, gut, ob man sowas unbedingt braucht, weiß ich nicht. Aber da kommt auch schon unser Zug, Leute, angedüst. Also schauen wir uns ganz kurz an, wie es denn aussieht, wenn der richtig Gas gibt gleich und dann man rausfliegt. So, der gibt aber auch ganz schön Gas hier, Alter. Durch die Kurve, ey, gleitet der hier ganz schön, ey. So, ab nach Bergedorf für mich. Ich würde sagen, stellen wir mal hier so ein, nach vorne irgendwo und dann mal gucken, wie es aussieht. So, da sind wir auch schon im Zug und wir warten eben ganz kurz, bis das Ding total beschleunigt hat. Also der Zug. Ich glaube, der beschleunigt noch der Zug, oder? Oder hat er schon die Höchstgeschwindigkeit erreicht? Ich glaube, der hat die Höchstgeschwindigkeit schon erreicht, oder? Ja, kann gut sein. Auf jeden Fall springen wir mal raus, mal gucken, was passiert. Jetzt kommt's actionreich und. Okay. Ich habe es mir irgendwie spannender vorgestellt, aber ansonsten, das war's schon. Also, man fliegt jetzt auch so halb aus dem Zug raus. Ja, ansonsten wäre es schon fast gewesen. Wie gesagt, Bus Buddy, gerne benutzen den Code hier. Einfach bei Einstellung kurz einlösen. Bus Buddy einlösen. Und dann habt ihr auch ein bisschen mehr XP beim Busfahrerjob. Ansonsten gucken wir uns noch ein paar Theorien an, beziehungsweise was können uns denn im nächsten Update erwarten. Wenn ihr Bock habt, dann bleibt dran. Da haben wir nämlich eine Nachricht von Felix im Discord und er schreibt, tendenziell ist mir einmal im Monat auch lieber, aber aufgrund von Roblox der Hand-Event und diesem Toolbug mussten wir etwas improvisieren. Das heißt halt, dass die Updates jetzt rauskamen, alle. Ich sag mal, die kleinen Updates, das jetzt rauskam, dass halt kein großes Update kam, liegt halt an der Roblox der Hand-Event wahrscheinlich, weil die da auch viel machen mussten. Und ehrlich gesagt finde ich aber kleinere Updates auch gut und nämlich auch der Meinung von Felix auf jeden Fall. Nächstes Update wird wieder ein größeres. Solche großen Features machen auch mehr Bock zu entwickeln. Das stelle ich mir auf jeden Fall gut vor. Macht ja auch mehr Bock, wenn man irgendwie eine ganz neue Map hat oder irgendwelche oder einen neuen, komplett neuen Job oder sowas. Deswegen können wir uns auf jeden Fall drauf oder drauf freuen, dass das nächste Update wieder größer wird. Die letzten Updates, die waren ja eher klein jetzt und ich denke mal, das nächste Update wird wieder größer. Und was vielleicht darin reinkommen könnte, wird auch schon geschrieben. Es kann nämlich passieren. Ich muss das gerade eben kurz machen. So, ich glaube, das ist das Foto hier. Genau. Und da hat jemand geschrieben, die Feuerwehr braucht dringend mal ein paar neue Fahrzeuge. Sehr dringend. Und darauf antwortet Felix, ein EHLF wäre auf jeden Fall sehr nice. Ich muss hier erstmal googeln, was überhaupt ist, so ein EHLF. Denn das ist so eine Art Elektro-Löschfahrzeug bei der Feuerwehr. Feuerwehr, genau. Feuerwehr. Und ich denke mal, darauf freuen sich echt viele Leute von euch. Das wurde sich auch schon mal gewünscht, glaube ich, dass es sowas gibt. Im Livestream sogar, glaube ich. Und auf jeden Fall schreibt da Felix halt eben drauf. Wäre auf jeden Fall sehr nice hier auf jeden Fall. Ein Teaser, ne? Können wir bald vielleicht machen, schreibt darauf, also ein Teaser schreibt darauf jemand und Felix antwortet darauf, können wir bald vielleicht machen. Also, es bleibt spannend, Leute. Also, wenn gerade Felix schreibt, können wir bald vielleicht machen. Also, ist auf jeden Fall noch nicht gesichert, muss ich sagen, die Angabe. Aber wenn da steht schon vielleicht bald, dann will ich schon sagen, hat das eine, keine hohe Chance, aber es hat eine Chance, auf jeden Fall ins Spiel zu kommen. Das heißt also, dass wir bald von dem Elektro Game Pass noch mehr bekommen und wenn wir dann halt ein Elektro Feuerwehrfahrzeug bekommen, ist das, denke ich mal, ganz nice, worauf sich auch viele freuen würden. Deswegen war es das auch schon mittlerweile. Ich habe jetzt noch ein Bild, glaube ich, aber das wäre uninteressant, glaube ich. Also ich glaube, das ist nicht so interessant. Nein, das ist wirklich nicht interessant. Das lohnt sich auch nicht zu zeigen. Ansonsten würde ich sagen, Leute, wie gesagt, lasst gern ein Like und Abo da. Wie fandet ihr das neue Update? Schreibt das gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao. Und danke übrigens, wenn ich schon die 10.000 Abos habe. Also beim Zeitpunkt der Aufnahme habe ich jetzt irgendwie 9.900 irgendwas. Also mir fehlen, glaube ich, noch 5 Abos. Das kann sein, wenn das Update, also wenn das Video rauskommt, dass ich 10.000 Abos habe. Deswegen sage ich mal, Leute, vielen lieben Dank für 10.000 Abos. Und auf jeden Fall, da kommt noch was. Da kommt ein großes Special. Ciao, Leute.